Heldenliga mit Beineberg. Oh ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Okay, Verband, okay. Du darfst übrigens mir sagen, was ich spielen soll. Ich hoffe, dass der jetzt Sylvanas Band. Sehr schön. Ja gut, wenn der Sonja machen will. Und da ich weiß, dass du gut mit Jojo bist, würde ich jetzt Joanna vorschlagen. Meinetwegen. Machst du Aschanoa oder was? Schwer zu sagen. Mach bitte irgendwas, was Einfluss auf das Spiel hat. Ja, deswegen bin ich schon Graumina am überlegen, aber... Oder ein Kali. Den kann ich halt auch gut. Machen Kali. Kali ist solide. Na, denke ich auch. Bevor wir gleich wieder keinen Last-Hitter haben hier. Ja, läuft. Bester Pick. Ja, so Tracer gegen Reyna und Joanna, na gut. Boah, bin ich gut. Gut, also bisher. Ich habe ja gehört, mein OP. Ja. Na, gucken wir mal. Wenn wir auch Zagara kriegen, dann haben wir eigentlich ein super solides Team. Ich hätte lieber eine Jaina. Ja. Hängt davon ab, wie ihr spielt. Ja, eine gute Zagara ist mir lieber als eine schlechte Jaina. Das ist schon richtig. Oh. Alter! Das ist ein Witz, oder? Ja, da würde ich aber auch Zagara nehmen. Ja. Do it! Ja, Zagara ist ein bisschen solider gegen Tracer und so und jetzt können die nichts mehr machen. Das ist der Nasebo. Muss gegen die Zagara lane. Ah, wir haben definitiv das bessere Team. Gucken wir mal, wie gespielt wird, ne? Ich habe mich gerade erschrocken, weil alle Gold sind, aber ist ja klar. Warum hast du dich erschrocken? Weil ich gedacht habe, jetzt ist mein MMR komplett zerstört. Aber ist ja klar, du bist ja Gold. Ungefähr. Ja, ich habe, glaube ich, mit Gold 2 oder Gold 3 aufgehört der Season. Ah, ich bin ja auch ultra abgestiegen, ne? So weit bin ich ja von Gold auch nicht mehr entfernt. Von Platin 1 auf fast Platin 5 runtergedroppt. Ja, läuft bei dir. Ja, ne? Boah, ich hoffe, die Sonja kann spielen, ne? Das ist echt nicht so einfach. Ah, gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall das bessere Team. Sammeln Sie die Fragmente vor den feindlichen WBF.
Platz ein. Enttäusch mich nicht. Ich versuch's. Ich will hier Damage sehen. Ich musste gerade erst mal meine Maus hier umstellen, Mensch. Also die Sensitivität ganz falsch eingestellt. Okay. Oh, das war nice, das Ding von der Tyrande. Eine Millisekunde, nachdem mein Day ausgelaufen ist, hat die mich getroffen. Nice. Sonne hat Legs. Lol. Das war ein nicer Hook. Jetzt einmal kaputt machen und dann nehmen. Ja. Echt, Deffen? Mach weiter Schaden. Aber wir gehen zurück zum Mortal, hau drauf. Das ist so eine Sache mit der Aufteilung, ne? Poppen unser Ding kaputt, vermute ich. Aber. Wo haben wir es? Ne, wir haben es nicht, Alter. Zu deffen? Ja, wir müssen alle deffen. Zagara's Haupt. Ja, ich kann eh nicht helfen beim Deffen. Ah, stimmt auch wieder. Einen Tower haben sie gekriegt davon. Lass mal easy camp machen. Jetzt könnten wir direkt Hardcamp machen nach der Lane hier.
Ah, der erste macht natürlich nicht so viel, das ist unser Glück, aber ah, schon ärgerlich, weil es so mega knapp war, ne? Ja, ich hab gesagt, geht Damage machen. Ist ja nicht so, als hätte ich das kommen sehen. Aber hinterher ist man eh immer schlauer. Richtig. Hätte auch ganz knapp passen können. Sehr gut. Jetzt könnten wir noch gucken, ob die ihr es machen, ihr Hardcamp. Jo, machen sie. Verlagerte Schlacht, sehr gut. Getoppt das Hardcamp dürfen. Ah, blöd, dass Sonja immer direkt am Anfang stirbt. Ja, aber unsere Sagara hat unten schon gedrückt. Ich komme wieder hoch zu dir, lass mal das Easy oben machen. Jo, jo. Ich glaube, die machen das gerade, aber... Dann lass sie da mal kaputt machen. Ja, die machen das. Ah, tappen's gerade. Ein Tank für einen Tank. Ja. 5 Sekunden bis Hardcamp. Kurz Brunnen. Ja, knapp. Oh, es wird eigentlich nichts. Eigentlich zu spät. Warum gammeln die noch top, ey? Okay, jetzt müssen wir dürfen. Ne, alles dran gehabt.
Unser Sagara chillt da hinten. Ja, ich weiß auch nicht. Er denkt sich, mir ist alles egal, ich push. Auch eine gute Einstellung in der Euroleague. Ja, ich meine, auf Bronze, Silber kannst du das machen, ne? Aber. Mal gucken, ob wir es fort noch halten können. Mal gucken, ob wir unsere Sagara retten können. Seit wann ist das Nasebo-Ding eigentlich so krass? War das schon immer so krass? Das wird doch gebufft alles. Der Nasebo wurde rumgebaut. Aber immer ist so eine YOLO pusht Sagara bei uns im Team, ne? Ja, Sonja feedet immer rein und Sagara ist nie dabei. Ah, jetzt habe ich schon mal Giant Killer, jetzt geht schon mal ein bisschen besser, wir sind ja noch vorne. Gucken, ob wir es Burning Rage, YOLO. Das Hardcamp Timing. Ja, nice, freue ich mich. Weil die Belfast hat auch zerrissen. Ja. Ah, Sagara pusht, in dem Fall ganz gut. Und wir defen top. Können auch einen Teamfight suchen. Und dann war so dying slowly Teamfight. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Sagara hat den Teamfight schon gesucht. Boah, ist sie noch weggekommen? Alter, okay. Jetzt müssen wir auf jeden Fall früh Damage machen und dann läuft das auch. Die jagen nur unsere Sagara, ehrlich. Ist natürlich gut für uns. Einfach so alles ab von Tracer und Nasebo Ulti, Alter. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, wenn dann jetzt pushen. Was
Alter, die Sonja Riolo da übelst rein, die ganze Zeit. Der Rage Quit kam gerade. Oder der Disconnect. Oder das. Tja, GG, ne? Schade, schade, so schlecht sah es gar nicht aus, aber... Ja, die Sagara hat es übertrieben mit ihrem AFK, Brain AFK pushen. Na. Und Sonja ist viel zu deep gegangen, aber das habe ich ja schon fast befürchtet. Ja, wenn du mega die Lex hast, so wie ich immer nicht bin, weil ich Gladbach bin. Ja. Wir können sogar nur die voten, ne? Dann schon mal niemand mehr voten. Aber ich muss echt sagen, Tracer mit Nasebo, boah, da bin ich echt schnell gestorben. Junge, Junge.